Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen zum Challenge Sunday. Heute wollen wir endlich diese Guardian Challenge schaffen. Dazu braucht es aber ein kleines Quäntchen Glück und wir geben natürlich unser Bestes. Es geht gut los. Nun gut. Kein Kommentar. Okay, wir nehmen hier den Tinted Rock mit auf jeden Fall. Eine Münze ist rausgekommen. Sehr gut. Okay. Gut, dann lass uns zum Boss gehen. Famine. Die Challenge startet heute mal wieder exzellent. Fast so gut wie der erste Versuch gestern. Das, naja. So, da ist wieder ein Tintstruck. So. Gut. Wir sollten auf jeden Fall im Shop vorbeischauen. Wenn wir die Bibel tatsächlich zu kaufen bekommen könnten, wäre das sehr, sehr gut. Denn die brauchen wir eigentlich schon fast zwingend, um den Kampf gegen Mom und Moms Heart zu überleben. So, hier holen wir uns noch ein bisschen Geld, wenn es irgendwie geht. Vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Bombe. Genau hier zum Beispiel. Dass wir auch den Shop neu würfeln können. Wir könnten uns jetzt ein Item leisten. Mit ein bisschen Glück. Okay. Ich zuerst. Na, jetzt mal ein bisschen Zeit. Okay. Ein bisschen Glück kriegen wir halt die Bibel auch noch. Und das würde viel helfen. Da ist keine Bibel dabei. Da ist auch keine Bibel dabei, aber... Ich kann nicht Nein zum Humbling Bundle sagen. Das ist nicht möglich. Das... Ne? Dadurch kriegen wir vielleicht viele, viele rote Herzen mehr. So, Monstro. Monstro ist natürlich... Das war jetzt sehr lucky, dass er nicht auf den... Oh, okay. Damage and Range up. Ich kann sagen, ich sehe ihn nicht. Okay. Purity. Okay. Die Satanic Bible, definitiv. Dadurch können wir Herzen regenerieren. Das ist ein Anfang. Definitiv. So, Dagger ist noch ein Soul Heart oben drauf. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Solange wir die Bibel nicht haben, nehmen wir auf jeden Fall ein Item mit, was uns Leben regenerieren kann. Oh nein, 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 geht ab, geht ab. Oh Gott sei Dank. Ah, die komische Eternal Fly, natürlich.
So. Jetzt können wir uns an die Maden wagen. Oh, der Burnt Penny. Das ist natürlich gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir nochmal eine extra Ration Bomben obendrauf, wenn wir potenziell Sachen einsammeln. Nee, nicht hierher gehen. Andere Richtung. Geh weg. Kusch! Ab! Jawohl. Der Schoolbag wäre natürlich schon interessant. Da könnten wir, wenn wir die Bibel kriegen sollten, halt unsere Satanic-Balben noch behalten. Das wäre, glaube ich, auch nicht so unwesentlich. Wir müssen sowieso erstmal viele Münzen noch dran farmen. So, jetzt kann man die Batterie optimal benutzen, die hier rumliegt. Okay. Sehr schön. Das war ja klar. Aber wenigstens haben wir dafür viel Geld und dadurch auch viele Bomben bekommen. Und mit 31 Münzen könnten wir uns jetzt den Schoolbag und die Bibel leisten. Backlunch. Nee. Ich meine, ist das ein... Ich muss die Trinkets langsam mal auswendig lernen. Das ist... habe ich schon gemerkt. So, dann holen wir uns jetzt den Schoolbag. Und haben jetzt noch 24 Bomben, um hier... Könntest du bitte nicht hierher gehen? Komm, auf die Seite. Danke. Um uns die Bibel zu holen. Geh da weg. Komm. Gut, dann gehe ich auf die Seite. Oh, die Car-Battery. Ja, da hilft nichts. Mit einem Charge 2 Black Hearts kriegen ist natürlich nochmal optimal. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch... Der Wooden Nickel. Es sind eben eine 3. Flip a Coin. Jeden Raum kriegen wir vielleicht 2 Münzen. Ich erhoffe mir dadurch, dass wir noch viel mehr Geld kriegen und noch viel mehr Items kaufen können. Guppy's Head. Mit Double Charge. Das ist mehr wert als der Nickel. Oh Mann! Das ist viel mehr wert als der Nickel. Oh Mann! Ja, das waren dann 7 Münzen für umsonst ausgegeben. Aber die Fliegen können uns halt komplett den Run retten. Okay, das ist ein Multidimensional Baby. Dann haben wir nochmal einen Teufelsraum. Mit Krampus. Das ist aber okay. Der Lamp of Coal ist jetzt eher, ne, dämlich, aber nun gut. Something's wrong. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Gut. Ja, dann denke ich, haben wir hier alles und wir können dann eine Ebene tiefer gehen. In der wir hoffentlich viel, viel Geld bekommen. Relax. Okay. Das Anarchist Cookbook brauchen wir definitiv nicht. Das war so klar. Nun gut. Aber die Fliegenarmee baut sich auf. Das ist gut.
Cancer. Cancer bringt uns heute mal absolut gar nichts. So. Und der Schoolbag war eine sehr gute Entscheidung, glaube ich. Dadurch können wir sein gutes, wirklich, wirklich sehr gutes Item, die Guppy's Head, mitnehmen und parallel dazu noch Herzen farmen. Duct Tape. Das ist die Frage. Das hilft nichts zum... Oh, Moment. Das Herz würde uns nachlaufen. Okay. So, und jetzt dürften... Okay, nein. Der Apache Greg kriegt ja selbst auch Schaden. Das habe ich vergessen. Sonst hätte ich gesagt, okay, wir... Ne? Nehmen das Herz zu uns. Kleben uns an, an die linke Wand. Und dann... sind wir unverwundbar. Aber leider funktioniert das nicht. Also dann lieber so. Dann doch lieber so. Aber das, die Satanic Bible ist eine sehr gute Option gewesen. Hier wird die Blue Candle, aber eher weniger. Aber hier kriegen wir vielleicht 5 Münzen raus. Naja. Oder auch nicht. So, hier wäre der Boss. Dann machen wir es doch direkt. Die Cherry Queen. Okay, das war angenehm. Kriegen HP ab. Und jetzt ist die Frage, ob wir vielleicht noch die anderen zwei Räume hier mitnehmen sollten, um vielleicht noch ein bisschen Geld zu bekommen. Ne, das war der Schockmoment. Wie lang müssen wir? Naja, sieh eine an. Hat sich ja schon gelohnt. Skatol wäre wahrscheinlich auch eine sehr interessante Wahl, aber... Nun gut. Okay, dann haben wir noch ein paar Schlüssel. Ist ja auch in Ordnung. Bomben haben wir mehr als genug. Dann können wir hier vielleicht noch gucken, aber vielleicht... Okay, gut. Eine Hematemesis-Pille mitnehmen können. Gut, wir haben 16 Münzen für die nächste Ebene, weil ich, wir haben hier keine Reroll-Maschine und das, was im Shop ist, will ich nicht. Das heißt, wir gehen jetzt noch eine tiefer und zwar in Ebene 5. 5 von 8, also wir sind schon in der zweiten Hälfte angelangt und wir haben volles Leben und eine sehr gute Möglichkeit, unser Leben zu regenerieren. Und natürlich auch unseren Angriff zu steigern. Richtung. Das ist wieder so ein undankbarer Raum. Aber kein Problem. So. Dann nehme ich eine Batterie für Notfälle. Oh, okay. Einfach so. Einfach mal so ein Raum mit Betrayal. Einfach mal so. So, und wir gehen hier bitte weg von den Leichen. Oh, ah, shit. Nein. Das ist auch sehr undankbar. Komm weg. So. Das ist der einzige Nachteil mit dem Burn Pain, dass manchmal eine Trollbombe spawnen könnte. Gut.
Okay. Wir suchen auf jeden Fall den Shop. Ne, so schnell komme ich nicht rum. Das ist nicht möglich, aber wir haben die Herzen direkt wieder voll. Und da ist dann auch der Shop. Die Tarotcloth. Ist ein interessantes Item, das können wir mal mitnehmen. Verdoppelt den Effekt, den Karten haben. Und damit können wir auf jeden Fall in der nächsten Ebene direkt in den Shop. So, wir haben genug Bomben, dass wir uns hier potenziell ein bisschen Leben erspielen können. Aber wohl nicht. Wir haben jetzt ganz schwer mit einer Notfallbatterie, mit der wir zwei Herzen regenerieren können. Also. Und so ein Nickel aus dem Feuerchen müsste man auch sehr gerne. Sehr schön. Gut. Ja, dann Boss Time. War. Okay, das war sehr lucky. Nach Wall of Bandages. Jetzt haben wir sogar noch. Oh, Freunde. Der Sacrificial Altar. Und ich glaube, dass wir diese zwei Kollegen hier rechts jetzt opfern dürfen. Schade, leider nicht. Dafür bekommen wir Dark Judas. Wir haben nur unsere Fliegen geopfert. Aber Mom's Knife. Ah, und unseren... Ah, okay. Schade. Ich habe gehofft, dass wir den Punching Bag eventuell opfern können, weil das ja auch ein Familiar ist. Aber, nichtsdestotrotz... Ich habe jetzt vielleicht kein Ball of Bandages mehr, kein Bandage Girl Kopf mehr, aber wir haben ein extra Leben. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben Mom's Knife, was uns immens viel Damage gibt. Hoffe ich. Hoffe ich. So. Dann wäre ich trotzdem kurz zurückgegangen, hätte kurz das Leben mitgenommen. Nicht das Leben, Entschuldigung, die Batterie. Ah, da war die Hoffnung kurz da. Die Idee war gut. Schade, dass es nicht ganz funktioniert hat. So, noch ein paar Fliegen für den nächsten Raum. Das Buch, das geht ganz von alleine voll. So schnell verlieren wir glücklicherweise nicht an Leben. Moment, hier nach unten. Schon Orientierungsschwierigkeiten hier. Okay. Wir beginnen... Die Ebene von Mom mit dem letzten Shop. Dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn wir hier noch tatsächlich die Bibel kriegen sollten, dann haben wir sowieso gewonnen. So gut wie. Ja, hier noch Penny Tears. Klar. Also ich hoffe, dass uns Moms Knife noch massives Damage abgibt. Ich weiß es noch nicht so recht. Gefühlt ein bisschen schon. So. Hier kämen wir auch rein. Aber das ist sehr riskant. Ja gut, das war nicht zu verhindern. So. Wir können es übrigens auch... Natürlich! Natürlich haben wir Greed im Shop. Wie hätte es denn auch anders sein sollen? Wie hätte es denn auch anders sein sollen? So, jetzt können wir uns die Herzen wiederholen. Kein Problem. Wir können auch nach oben gehen. Vielleicht ist das der schnellere Weg zum Mom. Tatsächlich. Okay. Wir haben so die ein oder andere Batterie bekommen.
So, dann würde ich sagen, haben wir hier alles, was wir brauchen und gehen zu Mom. Die haben sehr viel Schaden gemacht, das war sehr angenehm. Tja, das war Mom. Interesse halber, kann man ja mal kurz gucken. Die Blank-Card. Die Blank-Card wäre natürlich schon richtig gut, hätten wir eine zugehörige Karte, aber mit der Tarotcloth vor allen Dingen. Aber und die Tarotcloth und die Carbattery. Das wäre ja dann vierfach. Das war vier. Oh Gott. Nee, aber dafür den Boss Rush machen? Nee. Dann lieber runter in the Womb. Und wir müssen jetzt einfach noch zwei Ebenen überleben. Und dann haben wir diese Challenge endlich geschafft. Aber das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach werden. Machen wir es lieber mal so. Das ist sicher wie die paar extra Fliegen. Crickets Head Damage up. Ah, herrlich. Da kriegen wir trotzdem Schaden, weil sehr viele Gegner hier auf dieser Ebene doch recht auf Distanz gehen können oder sehr, sehr schnell sind, allgemein gesagt. Aber gut, wir schaffen das irgendwie. Ich glaube zumindest, dass wir anfänglich schon in die richtige Richtung gegangen sind. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. So. Tatsächlich sind wir in die richtige Richtung gegangen. Und haben viel Herzen. Lass uns zu Conquest gehen. Okay. Das ging sehr entspannt. Dann gehen wir runter in die finale Ebene. Okay. So, Paralysis ist mir relativ gleichgültig. So, noch ein bisschen relaxen, heißt noch mehr Pups spawnen. Gut. Ich will die Ebene jetzt nicht voll clearen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt in jede Richtung laufen. Friends till the end. Was haben wir hier noch Feines? Oh, sehr gefährlichen Raum. Alter, komm schon. Ist ja gut. Ich wollte doch eigentlich nur vielleicht noch ein Item haben. Oder zumindest das Herzen zurück. Tears up. Gut. Das war knapp. Okay. Pretty Fly. Wir kriegen noch eine Pretty Fly. Das ist gut. Was hätten wir hier denn für eine? Das ist eine normale Kiste. Das lohnt sich ja mal null. So. Nein, okay. Natürlich bekommen wir zweimal einen Raum mit Doppellast. Poison Touch hingegen ist natürlich nochmal Last. Ey, jetzt ist aber gut. Pretty Fly. Komm, ich habe Poison Touch. Ich kann euch auch vergiften. So sieht's aus. Komm,
Du kriegst Giftschaden. Auf geht's. Danke. Wir haben hier noch eine Bibliothek. Das Book of Belial? Und die Bibel. Ich fass es nicht. Ja! Okay. Gut. Dann. Satanic Bible plus Bibel. Wir müssen nur noch den Bossraum finden und haben gewonnen. Wo ist der Bossraum? Wo ist der Bossraum? Er muss hier sein. Okay, das ist ein Raum, den ich nicht abwenden kann. Wo Damage unmöglich ist abzuwenden. Nun gut. Wir müssen nur noch diesen Raum überleben. Und das haben wir geschafft, Freunde. Bibel! It lives! Gute Nacht. Der Schaden ist mir egal. Der Teufelsraum ist mir egal. Wir haben die Challenge geschafft! Jawohl! Die Blank Rune gehört uns. Und damit starten wir in der nächsten Episode, beziehungsweise in den nächsten Challenge Sunday, starten wir mit der ersten Afterbirth Plus Challenge im eigenen Sinne. Und zwar Backass Wars. Keine Ahnung. Irgendwas wird wohl rückwärts passieren. Wir werden es rausfinden. Uns fehlen nur noch 5 Challenges, Freunde. 5 Stück. Backass Wars, April Fools. April's Fool. So rum. Pokémans, Ultra Heart und Pong. Diese 5 Challenges fehlen uns noch. Ich kann mir unter Pong vor allen Dingen überhaupt gar nichts vorstellen. Pokémans ist vielleicht tatsächlich, dass wir mit dem Friendly Ball interagieren und wirklich nur so diese Pokémon-Anspielungen haben. April's Fool, keine Ahnung. Backass Wars, keine Ahnung. Ultra Heart. Gut, Ultra Heart könnte vielleicht von Anfang bis Ende ohne Items sein. Das wäre Ultra Heart, keine Ahnung. Mal gucken. Nächsten Sonntag auf jeden Fall die Backass Wars Challenge. Aber bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zum Greedier Wednesday. Bis dahin, euer Matze. Ciao!